Oh mein Gott. Oh nein, ich treffe sie nicht. Uah, geh weg. Hässliches Viech. Weg, 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 weg. Hey VR Gamer, ich bin DeLorean787 und nach langer Zeit bin ich mal wieder zurück und dann auch gleich hier mit einem sehr interessanten Game, Eye of the Temple. Ihr könnt es zurzeit über den Discord-Channel vom Entwickler bekommen, eine kleine Testversion von diesem Game. Die Vollversion wird dann demnächst erscheinen auf Steam und ich hätte gesagt, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Ich habe mal kurz reingeschaut, um mich ein bisschen so mit der Steuerung vertraut zu machen. Wir haben im Endeffekt keine Steuerung so gesehen, sondern wir bewegen uns die ganze Zeit selber. Und wir werden jetzt hier so ein bisschen reingeführt. Na, meine Balance, die verliere ich natürlich nicht. Habe ich schon erfolgreich ausgetestet. So, dann fliegt der Papagei weg und wir legen los hier mit unserer Peitsche und unserer Fackel und einen coolen Indiana Jones Hut auf. Ich habe jetzt absichtlich das Aufnahmebild hier in Vollbild, dass man alles sieht, weil ich mich doch sehr viel bewegen muss und das jetzt mit dem Chroma Key nicht so toll rübergekommen wäre. So, ich stelle mich hier in die Fußstapfen und bin schon im ersten Level. Ja, und wir bewegen uns jetzt einfach auf die nächste Plattform und dann geht's schon los. So, kann ich hier eigentlich auch? Ne, bei den großen Vasen ist nix. Dann fahren wir weiter. Ja, wir finden jetzt hier die ganze Zeit Games. Die sammeln wir alle schön ein. Man kann auch irgendwo sehen, wie viel man hat. Genau, es gibt hier diese großen und die kleinen. Sehr, sehr interessantes Game. Macht richtig Spaß. Nein! Wieder einen Schritt vor. Jetzt kommen hier diese Rollen, aber dazu kommen wir gleich. Wir betätigen jetzt erstmal hier den Schalter mit unserer Peitsche. Jawoll! Und einen fetten Game. Und die Vase haben wir auch noch. Wir sollten schon möglichst alles hier mitnehmen. So, jetzt kommt die Rolle. Wenn wir da drauf gehen und sie anfängt vorwärts zu rollen, müssen wir dementsprechend wieder rückwärts gehen. Sonst fallen wir hier runter. Ja, und das Spiel ist auf einen Spielbereich von 2 auf 2 Meter. Ah, jetzt bin ich runtergefallen vor lauter Lava und einsammeln. So, dann richten wir uns wieder aus. So. Nochmal. Schritt vor. Und zurück. Ja, für einen Spielbereich von 2 auf 2 Metern ist das Spiel ausgelegt. Damit kommt ihr auf jeden Fall zurecht. Weniger solltet ihr nicht haben. Jetzt hätte ich schon wieder beinahe vergessen, rückwärts zu gehen. Und weiter geht's. Oh. Und hier rüber. Hopp. Tür auf. Und einsammeln. Gut, darüber kann ich jetzt zwar noch nicht, da bräuchte ich jetzt irgendwie Feuer. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier Feuer herkriege. Okay, wir gehen da lang. So, dann peitschen wir wieder. Nein! Gar nicht so einfach.
Peitsche darum zu wickeln. Jetzt. Hey, Papagei. Okay, jetzt hat sich da drüben das Tor geöffnet. Dann gehen wir wieder zurück. Schritt für Schritt. Unglaublich, wie viel Spaß das macht, wenn man sich hier selbst durch die virtuelle Welt bewegt. Habe ich die schon? Nee. Ja. Okay, vor. Und wieder zurück. Gehen wir mal da lang, da bin ich vorhin noch nicht gewesen. Mal gucken, was das da für eine Säule ist. Und zurückgehen, nicht vergessen. So, dann peitschen wir da mal hin. Mal gucken. Aha. Hau den Lukas. Okay, hier müssen auch große Games rein. Einen hatte ich ja schon, genau. Okay, drei Stück brauche ich dafür. Davor brauche ich da gar nicht hingehen. Dann gucken wir mal darüber. Die Peitsche könnt ihr nur verwenden, wenn sie auch benötigt wird. Jetzt gehe ich ganz schön weit vor hier. Oh mein Gott, was ist das? Da fehlt der Hebel. Da kann ich dann Achterbahn fahren hier. Das ist ja geil. Da bin ich schon gespannt. Mal gucken, ob das in der Demo-Version auch verfügbar ist. Ich glaube es ja fast nicht. So, wieder zurück. Den habe ich vergessen vorhin. Schnell rückwärts. Sehr, sehr cool. Jetzt geht's nach oben. So, bis hier habe ich noch gar nicht gespielt. Bing. Und weiter. Das wäre jetzt natürlich optimal mit der Quest zu spielen, da wir dann kein Kabel haben, was uns stört. So, gehen wir jetzt. Hilfe, was kommt da? Oh mein Gott. Oh nein, ich treffe sie nicht. Uah, geh weg. Hässliches Viech. Weg. Jawoll. Gar nicht so einfach hier mit der Peitsche. Hey, wie oft muss ich euch treffen? Weg. Groß ist er schon. Jawoll. Hässliche Käfer, ey. Ich hasse Käfer. Okay, dann geht's weiter auf den Schockmoment hier mit den Käfern. Eklig. Und wieder zurück. Die habe ich schon da hinten, ja. So, dann geht's dann nach rechts, okay. Einmal rüber. Oh mein Gott, jetzt muss ich mal noch ducken hier. Oh, okay. Da ist irgendwas im Weg. Und ich bin auch runtergefallen, super. Ja, es sind leider nicht ganz 2 Meter, was ich habe. Aber wir versuchen da jetzt trotzdem mit klar zu kommen. Nein! Warum
falle ich hier jedes Mal runter? Okay, nochmal. With the nix. Ja. Der fährt ja einfach. Das heißt, im Endeffekt ducke ich mich einfach nur. Genau, passt der perfekt. Geht doch. So, weiter geht's. Ja, Leute, hier ist heute schon wieder richtig warm. Man kommt schon richtig ins Schwitzen hier beim VR-Zocken. Das ist auch einer mit der Gründe, warum ich nicht so viele Videos im Sommer raushau. Oh, den habe ich vergessen. Okay. So, was passiert jetzt? Ist wieder so ein komischer Papagei hier. Ah ja, okay. Dann fehlt da noch einer, quasi von der anderen Seite. Und dann geht's da rein. Gut. Und nun kommt da oben eine Plattform. Und wir kommen wieder in die Mitte. Wunderbar. Weiter geht's, auf die andere Seite. Oh no, jetzt bin ich wieder nicht rückwärts gegangen. So, wir gehen wieder in die Fußstapfen und wollen immer noch darüber. Vorwärts und rückwärts. Einsammeln. Jawohl, die kommen immer automatisch. Rüber. Ich bin hier schon wieder am Ende von meinem Playspace. Und drüber. Ja, das vorhin mit dem Schrank im Weg war schon sehr eng, aber es ging gerade noch. Alles einsammeln hier. So. Trotzdem immer irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man hier so durch den Raum läuft. Man hat doch immer Angst, dass man irgendwo gegenläuft. Was ja eigentlich nicht passieren kann, wenn man sich den Playspace richtig eingerichtet hat. So. Jawohl, jetzt geht die Tür auf. Sehr cool. Da gucken wir jetzt auf jeden Fall noch zusammen rein. Ich frage mich aber immer noch, wie ich da drüben diese Fackel ankrieg, wenn da nirgendwo Feuer ist. Okay, rüber. Oh, das schaut interessant aus. Vor. Und wieder zurück. Und einen Schritt vor. Oh mein Gott. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an Cooler World. Ich habe keine Ahnung, warum mich das daran erinnert. Sehr geil. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Okay. Hier Actionmusik. Sehr cool gemacht. Soweit ich das weiß, ist es nur ein Entwickler und wir sind in der neuen Area. Ja, Leute, und damit hätte ich mich aber auch schon wieder verabschiedet von euch. Schaut euch das auf jeden Fall selber an, wenn ihr daran Interesse habt. Und auf jeden Fall ungefähr 2x2 Meter Playspace habt. Darunter braucht ihr gar nicht anfangen mit dem Game. Das wird zu nichts führen. Und ich gebe euch den Link zum Discord-Channel von den Entwicklern auf jeden Fall unter dieses Video. Hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal. Ciao!